Jo Leute, euer Xemnas begrüßt euch zum ersten Pokémon-Video auf diesem Kanal. Die Abstimmung zwischen Pokémon und Dragon Ball war ja wirklich extrem knapp. Nach einem Tag war es so, dass 57 Leute für Dragon Ball waren und 57 Leute für Pokémon. Ich wusste, dass es vielleicht knapp werden könnte, aber auf die Stimme genau, damit habe ich echt nicht gerechnet. Inzwischen ist es ja so, dass Pokémon 60 Stimmen hat und Dragon Ball 58 Stimmen. Aber es ist nun auch so, dass es mir eigentlich egal ist. Ich habe einfach Bock auf Pokémon-Videos. Ich bin einfach ein Pokémon-Fan und selbst wenn ich unter der Erde liege, werde ich immer noch ein Pokémon-Fan sein. In meinem Alter sind die Kinder mit Pokémon aufgewachsen und ich bin einfach so froh darüber. Dieses Video werde ich ja auch komplett ohne Skript machen. Ich will einfach freischnauze drauf losreden. Das erste Thema des ersten Pokémon-Videos auf diesem Kanal ist Pikachu, das kleine gelbe Wunder. Womit könnte man besser anfangen als mit Pikachu? Richtig, mit keinem anderen Pokémon. Pikachu muss man einfach mit anfangen. Pikachu ist ja das Maskottchen von Pokémon. Es gibt keinen Pokémon-Fan, der dieses Pokémon nicht kennt. Selbst Nicht-Pokémon-Fans kennen diese kleine gelbe Elektromaus. Ich meine, ich müsste es nur meiner Mutter zeigen und die würde gleich sofort wissen, hey, das ist ein Pikachu. Okay, ich will jetzt natürlich auch nicht übertreiben. Sie würde natürlich nicht wissen, dass es Pikachu heißt, aber sie würde schon mal gesehen haben. Es gibt einfach so viele Sachen, die man über Pikachu einfach sagen kann. Ich bin zwar absolut kein Fußball-Fan, aber dass Pikachu bei der WM 2014 für die japanische Mannschaft als Maskottchen da war, das war einfach so cool. Pikachu ist ja das Pokémon, das man seit der ersten Folge gesehen hat und in allen 8 Trillionen Folgen dabei ist. Naja, okay, gefühlte 8 Trillionen Folgen. In den ersten Folgen wurde Pikachu ja noch molliger gezeichnet. Inzwischen ist das ja natürlich nicht mehr so. Aber das dickere Pikachu von den ersten Folgen, das hatte einfach was. Sowas Knuffiges. Was ich im Anime auch immer wieder lustig finde, dass Jesse und James immer wieder versuchen, Pikachu zu fangen, aber nie kriegen. Was ich aber am Anime manchmal hasse, dass Pikachu mal sogar legendäre Pokémon besiegt, aber dann gegen das erbärmlichste Pokémon abkackt. Als Beispiel von der vierten Generation, dieser Tobias mit seinem Darkrai. Ich schätze mal, an diese Folgen erinnern sich bestimmt noch viele von euch. Pikachu schafft es gegen einen Latios, ein legendäres Pokémon, ein Unentschieden rauszukriegen, aber bei der sechsten Generation beim ersten Orden verkackt es gegen einen Gehweier. Es gibt natürlich noch viele andere Beispiele, aber das ist irgendwie das Beste, finde ich. Welche Folgen mir damals auch sehr gut gefallen haben, waren von der dritten Generation, wo Pikachu Eisenschweif erlernt hat. Ich fand einfach gut, dass Pikachu die Attacke nicht in der ersten Folge gleich erlernt hat, sondern dass es gezogen hat über mehrere Folgen. Es gab viele Fehlschläge mit Eisenschweif, zum Beispiel beim ersten Orden gegen Nasknet. Ash und Pikachu haben trainiert und trainiert und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo Pikachu Eisenschweif perfektioniert hat. Später war die Animation ja auch so weit, dass Pikachus Eisenschweif richtig nach Stahl aussah. Wenn Ash auch eine Region fertig hat, legt er ja immer alle Pokémon bei Professor Eich ab, aber Pikachu nimmt er immer mit. Es gibt ja auch schon viele Baby-Pokémon, zum Beispiel Pichu, die Vorentwicklung von Pikachu, aber trotzdem, Pikachu bleibt einfach von allen Pokémon das Süßeste. Pikachu ist einfach ein Pokémon, das man nicht hassen kann und wer es hasst, der hat einfach keine Seele. Welche auch eine wunderschöne Folge war, war von der ersten Generation, die Niederlage nach Major Bob. Da hatte Ash ja einen Donnerstein, womit Pikachu sich weiterentwickelt hätte. Am Ende war es ja so, dass sie sich gegen die Entwicklung entschieden haben und Pikachu hat Raichu besiegt. Ich könnte hier noch weitere 10 aufzählen, aber dann würde das Video bestimmt 5 Stunden gehen. Daher kommen wir doch mal zu den Spielen. Pokémon Gelbe Edition. Wer hat diese Edition nicht gefeiert, dass Pikachu einen nachlief? Oder was ich ab der 6. Generation gefeiert habe, X und Y, wenn ein Pikachu erschien, dass es seinen Namen gerufen hat. Genauso war es auch in Pokémon Sonne, Mond, Ultrasonne und Ultramond. Da sagt Pikachu auch seinen Namen, wenn es im Kampf erscheint. Oder wenn man es selbst ruft und das ist bei keinem anderen Pokémon so. Ich könnte noch viele andere Dinge von Pikachu aufzählen, aber ich belasse es erstmal bei diesem Ding. Vielleicht werde ich das auch mit ein paar anderen Pokémon machen, so in dieser Art wie in diesem Video. Es ist auch schon was anderes bei mir geplant, nämlich eine Top-Liste. Aber dazu später mehr dann im jeweiligen Video. Aber das wäre es erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye!